Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 aus dem Rhein-Stehl-C. So, Hausaufgaben fertig. Sehr gut, Karl. Du kannst aber erstmal aufs Klo gehen. Yenobi. Ja, du kannst aber gerade mal aufs Klo gehen, mein Lieber. Verwenden. Nein, ich will das nicht entdecken. Ich kenne das. So, ja, die gute Dame ist schwanger. Nein. Was soll der Blödsinn? Wie geht's dir denn? Soweit ganz gut, glaube ich. Du kannst mal das Bild hier verkaufen. Und vielleicht gerade mal... Ja, du kannst noch mal hier hinten, noch mal was Nektar herstellen. Kartoffelnektar. Du bist noch am Hausaufgaben machen. Du müsstest aufs Klo, mein Lieber. Und ich müsste mal gucken, wie weit du mit deiner Aufgabe bist. Die muss nämlich am Donnerstag fertig sein. Du könntest dann aber noch mal ein bisschen programmieren, mein Lieber. So viel Zeit ist noch drin. So, du kannst eigentlich gerade mal deine Zusatzaufgaben machen. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Sehr schön. Ja, dich kriegen wir auch noch zu deinen Zusatzaufgaben. Nee, du hast keine. Haha, du studierst ja. Du müsstest aber auch aufs Klo. Aber das hat noch... Die Hausaufgaben kriegen wir noch fertig. Ja, du setzt dich dazu. Sehr gut. Ja, beide Kids machen Hausaufgaben. Und sie für die Uni. Sie hat den Abschluss von der Highschool ja vorzeitig gemacht. Und er für die Grundschule. Wie lange muss er denn da noch hin? Sie hat jetzt noch 56 Tage. Er hat noch 6. Ja, okay. Ne, kannst aber die Hausaufgaben noch fertig machen und dann aufs Klo. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So, du bist am... Bist fertig mit deiner... Sehr gut, dann kannst du das hier gerade mal lagern. Welche Qualität hat er denn? Ausgezeichnet. Sehr gut. Sehr gut. So. Ne, reinigen können wir noch nichts. Sie kann leider nicht mehr ausreiten. Das ist ein bisschen schade. Aber du kannst natürlich noch ein bisschen Pferdepflege machen, wenn ich das Pferd finde. Da ist es. Wir haben gerade noch ein bisschen... Hörst du mal auf zu galoppieren? Danke. Fellbürsten. Ist der Hand füttern. Hals massieren. Hufe säubern. So, mach das mal zuerst. Jetzt ist besser, glaube ich. Auch noch nicht so wirklich. Was ist denn da heute los? Machen wir mal speichern. Vielleicht hilft das. Das ist... Flackert so beim... Sollte nicht sein. Meist hilft das halt, wenn man einmal hier in das Menü geht. Aber es hilft immer nur kurz. Wer bist denn du? Verschwörungstheoretiker. Um Gottes Willen. Ach so, für dich brauchen wir auch noch einen Kerl, ne? Was willst du denn hier? Verschwörungstheoretiker können wir hier gar nicht gebrauchen. Sowas von gar nicht. Oh, und du wirst müde. Ja, was macht dein Hunger? Ja, dann kannst du gleich erstmal was essen. Kannst ihm hier sagen, dass er gehen soll.
Fan umarmen. Nach Hause schicken. So, dann kannst du den ausstellen. Wir haben jetzt Frühling. Es ist immer noch kühl, aber das sollte hinhauen. So, was haben wir denn zur Auswahl? Nicht viel, dann kannst du mal noch kochen. Gourmet-Menü. Pasta Primavera. Klingt doch gut. Ah, das Baby ist ja da. Stimmt ja, sie ist gar nicht mehr schwanger. Mehr Auswahl, Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Sie ist ja gar nicht mehr schwanger. Stimmt ja, wir haben ja Carla Cornelia. Carla Cornelia Calzone, CCC. Stimmt ja, das Baby ist ja da. Da kann sie ja wieder ausreiten gehen. Sehr schön. Und dann können wir es auch gleich noch füttern. Bisschen liebkosen und füttern, stillen. Mami kommt gleich. Keine Sorge, Conny. Mutti kommt gleich. Ups, was war das? So. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist doch gut. War schon neu. So. Okay, ja, wir haben 23 Uhr, dann kannst du danach auch mal noch aufs Klo gehen. Dann haben wir das nämlich erledigt und dann kannst du dich schlafen legen. Nicht mehr Auswahl, schlafen. So, du hast gegessen, sehr gut. Da hast du das hingestellt. Räumst du das bitte noch auf, mein Lieber? So viel Zeit muss ja sein, ne? Wie läufst denn du? Und dann darfst du dich ins Bett legen. Mehr Auswahl. Nee, nicht mehr Auswahl. Schlafen. So, ich klicke mal auf mehr Auswahl. Du bist am Zocken. Wann musst denn du zur Schule? 2 Tage bis zur Vorlesung. Du hast am Mittwoch. Ah, und das hast du heute. Fitness. Da musst du die Abschlussarbeit einreichen. Hausaufgaben hast du erledigt. Okay. Dann kannst du vielleicht jetzt gerade noch was essen und dann ins Bett gehen. Oder erst ins Bett gehen, dann was essen. Zum Frühstück dann halt. Ist, glaube ich, besser. So, wo ist er? Er müsste nämlich auch mal schlafen. Beginnen vorsichtig zu arbeiten. Was ist mit Schlaf? Schlaf wird überbewertet, oder? Was macht denn Lilis? Lilis hier? Die Vampirdame. Auch ein sehr hübsches Mädel. Aber Vampir ist halt schwierig. Ach, du hast noch gar nicht angefangen mit dem Schulprojekt, ne? Ha. Ja, mach mal den Anfang, aber dann darfst du auch schlafen gehen.
So, das wäre nämlich auch nicht unwichtig, mein Lieber. Da kann dir morgen die Mami vielleicht helfen oder Schwester oder mal gucken. Ah, das funktioniert wieder sehr schön. Da hatte ich ja die letzten Male immer das Problem, dass das nicht ging. Rabatttag war grauenhaft, okay. Oh, ist wieder eine Windel fällig. Mehr Auswahl. Was machst du? Schmutzige Windel wechseln, okay. So, dann kannst du dich wieder schlafen legen. Hast vielleicht noch ein Stündchen oder so. Aber schön, dann können wir mit ihr auch mal ausreiten gehen. Wieder. So, guten Morgen, der Herr. Ja, du stehst auf, das ist okay. Baby halten. Okay, Papa macht. Papa macht's. Ja, Papa darf auch, ne? So, und du kannst mal aufstehen, du hast Hunger. Dann können wir dir mal was zu essen besorgen. Wir haben ja zum Glück genug. Ein Gericht nehmen. So, und dann kannst du nämlich nachher zur Schule. Du wolltest das essen, meine Liebe. Dann mach das bitte auch. Du hast nämlich Hunger. So, sehr schön. Dann würde ich mit ihr danach aber tatsächlich mal ausreiten gehen. Dann kannst du hier hingehen. Und so, du kannst auch mal aufstehen und was essen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Weil er muss natürlich auch bald zur Schule. Ah, sie ist draußen. Sehr gut. Aufsteigen. Dann kannst du das dahin gehen. Nein! Nicht da reingehen. Ach, du bist doch eine dumme Nudel. Da müssen wir sie nämlich rausrufen. So, Semesterbeginn. Ja, Carla Monika wird. So. Hier herbeirufen, Ostwind. So. Ostwind. So, jetzt kann man nämlich aufsteigen. Sehr schön. Komm. So, ich hoffe, es funktioniert und sie glitscht nicht wieder runter. Ne, sehr gut. Zu intensiven Ritt aufbrechen. Sehr schön. So, Papa hat gefrühstückt. Kann mal aufräumen. Sich dann mal noch ein bisschen um das Kind kümmern. Nicht ums Kind, um die Arbeit. Kind ist glücklich. Dann kannst du noch mal ein bisschen Freelancer-Arbeit machen. Sehr gut. Bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn die älter wird. Weibliches Küken ist zu einer Henne herangewachsen. Okay. Ach so, du bringst noch den. Was hast denn du für einen Gang drauf, Mitchell? So, was machst du? Hausarbeiten machen. Okay. Hast du von alleine angefangen? Glückwunsch. Da hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mitchell?
Wo gehst du bitte hin? Jetzt liegt es da rum, oder was? So. Nein, du sollst nicht trainieren. Du sollst deine Arbeit machen. Karl Theodor ist zur Schule, sehr gut. Sie ist zur Uni. Aktiv zuhören. Fleißig lernen. So, Kind ist da. Wie geht's dir? Sehr schön. Sie kann wieder reiten, das freut mich. Das freut mich sehr. So. Hufe noch säubern. Wie geht's dir denn? Ausgezeichnet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kannst du anschließend noch mal ein bisschen Nektar herstellen. Nochmal ein Kartoffelnektar. Michelle macht Hausaufgaben. Baby ist wach, aber ruhig. Das ist ja schon mal was. Wie lange hat sie eigentlich Unterricht? Carla Monika hat genügend gearbeitet, um den Kurs mit einer respektablen Note abzuschließen. Okay. Sieht aus, als wäre alles fertig. So, dann kannst du mal deine Hausaufgaben weitermachen. Dass du die morgen fertig hast und kannst vielleicht mal, musst du zwei Abschlussarbeiten machen. Abschlussarbeit, Abschlussarbeit, ja. Dann kann sie da nämlich auch mal dran anfangen. So, du matsch noch ein bisschen rum. Matsch, matsch, matsch. Aber sie macht inzwischen immerhin Level 3 erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Tantiemenbericht. Oh, wir haben ganz gut Geld, ne? Aber wir müssen ja auch, wie gesagt, ein Mietshaus bauen. Wie lange machst du das noch? Ein Teststern und Karl Theodor ist sehr nervös. Sein Kopf ist total leer. Abschreiben vom Nachbarn würde auch nichts helfen, da der selber schlechte Noten hat. Was soll er tun? Eine Krankheit vortäuschen oder einfach tief durchatmen? Tief durchatmen. Karl Theodor versucht die Angst zu unterdrücken, indem er tief und ruhig durchatmet und es wirkt. Sicher, seine Klassenkameraden werfen ihm amüsierte Blicke zu, aber als Einserkandidat muss man jeden Test ernst nehmen. Genau. So, Carlos Calzone sagt Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Das ist nett. So. Du bist am Lernen, das Baby ist noch ruhig. Sehr schön. Ruhige Babys sind immer die besten. So, dann kannst du das auch schon mal hier unten noch wieder reinpacken. Lagern. Wir haben zum Glück viel Kapazität. Und ist aber noch nichts, was... So, die Verantwortung von Carla Monika reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Sehr gut. Ja, du kannst mal machen, was du machen möchtest. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Die hast du noch nicht begonnen. Die hast du abgeschlossen. Okay. Dann würde ich aber sagen, dann fängst du mal mit deiner Abschlussarbeit an, ne? Weil die musst du natürlich auch noch fertig kriegen. Abschlussarbeit. Schreiben. Ach, da brauchst du nur die Prüfung machen. Hier musst du die Abschlussarbeit einreichen. Okay. Da kann sie morgen die Hausaufgaben machen. Was ist mit dir?
plaudern. Hör mal auf. Dann kannst du vielleicht noch ein Bild malen, ne? Das macht dir doch auch Spaß. Oder du hast doch, ich glaube, wir haben einen Gitarrensong angefangen, ne? Muntere Melodie fortsetzen. Mach das mal. Geht natürlich hier auch zwischen den Weinflaschen. So, du kannst dich mal gerade ums Kind kümmern. Dann braucht Mutti nämlich nicht. Mutti hat eh anderes zu tun. Der hat einen sehr merkwürdigen Gang drauf gerade. Wombo Sinabu, genau. Ich glaube, wir müssen einmal Windeln wechseln. Mitchell. Ja? Was machst denn du? Baby halten. Ich hätte eine Idee. Wechsel mal die Windel. Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Das wäre der absolute Pro-Tipp. Taringa. So, jetzt darfst du selber. Nicht, dass du auch nachher noch eine Windel zu wechseln hast. Das wollen wir ja nicht, ne? Na, ich glaube, da müssen wir noch wieder gefüttert werden. Babypflege. Mit Flasche füttern. Dann werfe ich mal die Windel für dich weg. So. Du bist am Lernen, das ist gut. Du musst aber auch bald mal aufs Klo. Das machen wir vielleicht gerade mal zuerst. Und dann kannst du hier weiter lernen. So. Ne, du brauchst danach nicht gucken. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.